Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Heute geht es wieder um eine Uhr, die die Uhrengemeinschaft wahrscheinlich spalten wird. Es ist die Abyss von Mien. Ich habe jetzt schon vor Augen, was in einigen Kommentaren stehen wird. Kann man doch in China viel günstiger bestellen? Kann man wahrscheinlich. Aber ich möchte nicht in China bestellen. Ich möchte einen Ansprechpartner vor Ort haben. Ich möchte einen Uhrmacher vor Ort haben, den ich ansprechen kann, und möchte eine Uhr nicht um die Welt schicken. Und ja, ich würde auch eine Uhr für 180, 200 oder 280 Euro reparieren lassen, wenn es denn notwendig ist. Und genau das ist der Grund, warum ich gar kein Problem damit habe, diese Uhr euch heute vorzustellen. Ich hatte schon mal gesagt, Mien macht nur Quarzwerke. Das ist insofern nicht richtig, weil die Abyss ein Automatikwerk hat. Und da gehe ich gerne drauf ein, denn es ist das Miyota 8215. Ich habe extra nachgefragt, weil es auf der Webseite nicht steht. Ich habe mich immer mit Miyota nicht so richtig anfreunden können. Aber Clemens Hellberg von H2O hat sehr ausführlich in einem anderen Video kommentiert, warum er von diesem Werk wirklich begeistert und angetan ist. Insofern halte ich mich hier mit einer Kritik zurück. Es ist wohl wirklich ein Werk, was sehr gut zu regulieren ist und in keinster Weise so kritisch zu betrachten ist, wie ich es in der Vergangenheit getan habe. Und dieses Werk, das Miyota 8215, ist hier verbaut. Die Uhr hat einen Durchmesser von 40 mm, eine Bandanstoßbreite von 20 mm und eine Bauhöhe von 13,7 mm. Den Horn-zu-Horn-Abstand habe ich nicht gefunden, kann aber sagen, dass sie an meinem 17 cm Handgelenk völlig problemlos funktioniert. Auf der Vorderseite haben wir ein Saphirglas. Und die Datumslupe vergrößert tatsächlich, ist also nicht nur ein aufgeklebtes Stück Glas, sondern sie vergrößert wirklich. Das ist bei vielen günstigen Uhren nicht der Fall. Hier haben wir einen wirklichen Lupeneffekt. Das Stahlband verjüngt sich von 20 mm auf 16 mm an der Schließe, was ich persönlich sehr angenehm finde. Ich mag diese schmalen Schließen am Handgelenk gerne. An meinem 17 cm Handgelenk sieht die Uhr ganz gut aus. Ihr könnt übrigens sehen, es ist ein richtig langes Band, auch für größere Arme gemacht. Hier kann man ganz gut sehen, dass die Uhr an meinem Handgelenk wirklich sehr gut passt und in keinster Weise zu groß oder zu klein ist. Ja, was kann ich zu dieser Mien Abyss sagen? Die Verarbeitung finde ich wirklich sehr gut. Ich habe nichts gefunden, was mich gestört hat. Das Saphirglas ist absolut plan eingesetzt. Da steht nichts über. Die Lünette dreht sauber. Die Zeiger sind sauber gesetzt. Das zeige ich euch aber auch gleich noch einmal. Das Band ist massiv verschraubt. Da wackelt nichts. Da gibt es keine scharfen Grate. Die Schließe ist sauber und funktional. Ich würde die Uhr, um es mal auf einen Nenner zu bringen, mindestens auf dem gleichen Niveau sehen wie Steinhardt-Uhren, auch wenn es einen Punkt gibt, der für mich wirklich ein Kritikpunkt ist, aber dazu komme ich später im Video noch. Die Krone lässt sich wie bei allen Mien, die ich hatte, hervorragend verschrauben, und schauen wir uns mal die Zeigerstellung an. Auf der 12-Uhr-Position absolut perfekt. Genauer kann man Zeiger wahrscheinlich nicht setzen. Gefällt mir gut und wirklich absolut problemlos. Selbst mit Handschuhen ist das Bedienen der Krone überhaupt kein Problem. Wie erwähnt, die Stahlbänder sind massiv, die Glieder verschraubt, die Endlinks sind ebenfalls massiv. Der Boden ist relativ schlicht gehalten, aber auch verschraubt.
und die Endlings wackeln überhaupt nicht. Also wenn man da dran zieht, die bewegt extrem passgenau, wirklich sehr gut gemacht. Und zwar auf beiden Seiten richtig gut. Hat mir sehr gut gefallen. Auch das Band wackelt nicht, nicht sehr viel Spiel drin. Die Schließe ist, soweit ich das beurteilen kann, nicht gefräst, aber relativ dick und in keinster Weise billig anmutend. Es gibt die notwendigen Löcher zur Feinverstellung, keine Tauchverlängerung. Der Bügelmechanismus ist massiv, hat auch ein etwas außergewöhnliches Design. Es gibt hier ein Loch, was genau den kleinen Kreis da oben aufnimmt. Dadurch liegt die Uhr dann, oder die schließt auch sehr stabil in Form. Der Sicherheitsbügel, alles gut gemacht. Auf dem Sicherheitsbügel gibt es das Mien-Logo, auf der Schließe selber den Mien-Schriftzug. Ich finde die Uhr wirklich sehr sauber verarbeitet und kann da von der Verarbeitung her überhaupt keinen Kritikpunkt anbringen. Was ich allerdings ehrlich gesagt nicht hundertprozentig verstehe, ist, warum ich eine 24-Stunden-Lünette habe, aber keinen 24-Stunden-Zeiger. Das hat sich mir ehrlich gesagt nicht erschlossen. Wäre es eine 12-Stunden-Lünette, dann könnte man sagen, es ist eine zweite Zeitzone auf 12-Stunden-Basis, aber eine 24-Stunden-Lünette mit einer 12-Stunden-Zeitanzeige ist für mich funktionslos. Sie sieht zwar gut aus, das kann man wirklich attestieren. Die Keramiklünette, die zweifarbige Keramiklünette, passt super toll, sieht klasse aus, aber die Funktion finde ich wirklich nicht gegeben. Und hier hätte ich mir entweder eine andere Lünettenbeschriftung gewünscht oder aber noch einen 24-Stunden-Zeiger. Mit dem 24-Stunden-Zeiger wäre wahrscheinlich der Preis von 279 Euro nicht zu halten gewesen. Aber eine von beiden Lösungen hätte man sicher umsetzen können. Und dann wäre das Gesamtpaket für mich einfach sehr viel stimmiger gewesen. Schauen wir uns die Uhr einmal bei Nacht an. Erstmal die erste Videoleuchte aus, dann die zweite Videoleuchte aus. Und hier sehen wir die Uhr bei Nacht. Ich habe ja die Voyager schon, die hat noch etwas dünnere Zeiger. Ich konnte die Uhr nach Aktivierung die ganze Nacht lesen. Hier mit den etwas größeren Zeigern ist sie vielleicht sogar etwas besser lesbar. Durch die sehr kleinen und feinen Indizes ist die Uhr aber insgesamt kein übertriebenes Leuchtwunder. Sie ist funktional, sie ist ablesbar, sie tut, was sie soll, aber sie ist nicht die typische große Leuchtuhr wie zum Beispiel Seiko oder andere, die viel breitere Indizes haben, viel breitere Zeiger und vielleicht auch mehr Leuchtmasse verbaut haben. Unterm Strich kann ich sagen, die Abyss ist für mich eine Uhr, die ihren Preis wert ist, die mindestens preisadäquat, wenn nicht sogar besser verarbeitet ist, sich absolut mit allen Uhren des Preissegments in Deutschland locker messen kann, mindestens auf dem gleichen Niveau ist. Allein die 24-Stunden-Lünette ohne 24-Stunden-Zeiger irritiert mich etwas. Es sieht klasse aus, das gestehe ich gerne ein, aber ich hätte mir hier eine andere Lösung gewünscht. Bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren und freut euch auf meine nächsten Videos. Und ganz wichtig, schreibt mir bitte in die Kommentare, was ihr von der Uhr haltet und nicht nur, dass man sie in China billiger kaufen kann. Bis dahin, tschüss, euer Axel.